Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Euer Tastenhauer sagt Hallo und begrüßt euch mit unserem Schmied Heinrich hier, unserem Schmiedesohn, der schon ganz stattlich ausgerüstet ist inzwischen im Übrigen. Wenn man sich den Charakter mal so anguckt, er ist doch schon nicht mehr weit entfernt vom Adel. Zwar kein gebürtiger Adel, aber er ist schon ein sehr stattlicher Diener seines Herrn, so würde ich das jetzt mal sagen. Und wir haben jetzt erstmal zwei Aufgaben. Zum einen werden wir hier diesen Wermutgeist für diese Quest in Gottes Hand abgeben, der für Philipp gedacht ist. Die anderen beiden Sachen, da weiß ich noch nicht so richtig. Heilkräuter beschaffen für Semek, da müssen wir vielleicht eine heilkundige Frau mal fragen. Etwas finden, das dem Schlaflosen zur Ruhe verhilft. Vielleicht können wir das da sogar kombinieren drüber, dass beides über eine Heilkundige lösbar ist. Und dann werden wir im Anschluss den verschwundenen Muldavid versuchen zu finden. Da muss ich dann nochmal später auf die Karte gucken. Das ist irgendwie hier drüben. Da müssen wir dort dann eben hinreiten. So, jetzt marschieren wir aber erstmal zu Fuß ins Kloster hinein. Und ja, zu Johanka, die sich da immer noch sehr aufopferungsvoll um die Kranken von Skalitz kümmert und die Versehrten und Verletzten. Huch! Gerade ein bisschen geruckelt, während hier ein Schwein rumläuft. Sehr interessant. So, ach, was ich mal machen wollte, Verzeihung, die FPS-Anzeige, die kann eigentlich raus, die stört höchstens. Genau. Okay. So, hier müsste das eigentlich sein. Ach so, hier war ja, genau, hier war ja Bruder Nikodemus. Der hat uns ja auch schon geholfen. Und hier drüben ist dann Johanka. So, über die Lage Erzähl hier. Mehr über die Lage vor Ort. Danke. Da war nichts. Mehr wollte ich nicht wissen. Da gibt es doch nichts zu besprechen mit ihr. Wir müssen also Philipp finden. Wer war das denn nochmal? Schlafloser, da müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, den zum Schlaf zu bringen. In den Schlaf zu bringen, Trank verabreichen. Ah, das ist der Philipp. Okay. Verehrte Johanka, ich komme in Bewunderung für deine Selbstaufopferung. Ich möchte dich gern zu einem erlesenen Bankett in meinen Palast einladen. Du verdienst etwas sehr... Guck mal, der hat dasselbe Hemd an wie wir. Wer hat dich reingelassen? Was war das denn für eine eigenartige Begegnung hier und wer ist das vor allem? Ich kümmere mich um die Verwundeten, wie du sicher weißt. Na dann troll dich und störe mein Gespräch mit Johanka nicht. Du wirst hier nicht gebraucht. Das Bankett nicht hier ausrichten. Wie war denn das? 13 minus 1 heißt jetzt, ich habe 12, ne? Und 12 plus 6 heißt dann, ich habe 18? Oder habe ich jetzt wirklich nur 12 und bin schon um 6 gebufft und hätte eigentlich 6 gegen 14 bei ihm? Wir probieren das mal. Ist jetzt so ein bisschen ausprobieren. Wäre es nicht besser, das Bankett hier auszurichten, Kustos? Was? Du bewunderst Johanka für ihre Aufopferung. Ich bin mir sicher, sie schätzt dies bei anderen auch. Ja, bestimmt. Ich hatte übrigens eben denselben Einfall. Ach, guck an. Ich lasse das Essen herbringen. Na tatsächlich, wir haben es tatsächlich geschafft, ihn zu überreden. Hä? Oh, Bruder Elias, hallo. Alles klar, können wir jetzt mit Johanka sprechen? Nee, die geht nach draußen. Mit dem Kustos anscheinend. Nee, sie geht einfach nur so raus und kümmert sich draußen um die Kranken. Ja, das ist dieser ominöse Kustos hier, der sich hier für ganz besonders wichtig hält. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das bei Philipp wirklich wirkt, was wir ihm da verabreicht haben. Wir haben ja extra diesen Trank gekauft. Stein mit Semek. Verdammt, wieso wächst du mich? Hoffentlich sind das die Kräuter. Brennnessel? Okay, wir übergeben ihm einfach mal eine Brennnessel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Heilkräuter für Semek 1 von 1? Wirklich? Nee, die vom Kräuterweib haben anders. Wollte gerade sagen. Dafür hast du mich geweckt? Hätte Nein. Hätte das nicht warten können?
Ja, wir müssen also möglichst viele Kräuter sammeln und ihm die einfach geben. Das wäre zumindest eine Option, wie wir es lösen können. Oder wir fragen halt wirklich eine Heilkundige. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit unserer Suche nach diesem Händler, welcher diesen Moldavit dabei hatte und jetzt irgendwie spurlos verschwunden war. Können wir mal hier oben raus, glaube ich. Hallo Leute, auf Wiedersehen. So, war das die rote Quest? Ich weiß es immer nicht. Ja, genau. Also in diese Richtung müssen wir auf jeden Fall erstmal reiten. Da können wir doch durchaus mal in diesen Galopp gehen. Oh, es regnet immer noch, obwohl jetzt schon die Sonne scheint hier. Es wird vielleicht gleich einen schönen Regenbogen geben. Ich halte mich mal auf der rechten Seite hier. Wobei ich das Gefühl habe, wir müssen hier nicht lang, sondern ein bisschen abbiegen gerade mal. Okay, kommen wir jetzt gleich auf irgendeinem Weg hier, oder? Ich glaube, ja, hier unten, wo dieser kleine Wald ist. Wir sind, glaube ich, jetzt im Gebiet hier angekommen. Hier ist auch schon ein Karren da vorne. Ja, genau. Sehen wir uns doch mal bei diesem Karren um. Oh, das sieht nicht gut aus. Blut auf dem Boden. Oh Gott. Okay, Spuren führen da unten hin. Oh, 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 oh. Hier wurde jemand überfallen. Wenn das mal nicht unser gesuchter Händler war. Wir werden jetzt hier mal, ich glaube, mit gezücktem Schwert. Ja, ich weiß, ich habe eigentlich nicht die Fähigkeit, den zu verwenden, das Schwert, aber das ist halt so gut, dass ich es trotzdem an mich nehme. So, wir haben hier zum Beispiel mal ein paar Fliegenpilze, die sind natürlich giftig. Also die werde ich definitiv nicht als Heilkräuter dem Steinmetz geben, weil dann hat der ganz andere Probleme. Das sollten wir nicht unbedingt machen. Wer ist da? It's me. Frage ist, wer bist du? Also sind das... Nein. Oh Gott, jetzt kommt das Pferd. Ich wollte in den Schleichmodus gehen. Da unten ist auf jeden Fall jemand. Wir zeigen uns mal hier ganz frei. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Das glaubst du wohl. Das nennst du kämpfen? Schlagalarm! Okay, er hat uns getroffen. Okay. Verflucht! Oha, was macht mein Charakter? Er fliegt. Du hast es so gewollt. Gott, war fix. Was? Was für ein Fix? Idefix? Nein. So. Okay, das Schild. Blöde Bogenschütze, ey. Der geht mir echt auf den Sack. Okay. Ja, der holt uns wieder hier mit Gegenschlägen ab. Gar nicht gut. Okay, da ist uns ausgewichen. Probieren wir gleich nochmal. Nee, war uns zuvor gekommen. Verdammte Scheiße! Ja! Da ist er. Okay. Aua, 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 aua. Nicht gut, au. Na. Genug. Gut. Diesmal lassen wir ihn mal am Leben. Aber seinen Kollegen, den werden wir auf jeden Fall. Hey, wer ist da? It's me, mein Freund. Ah.
Okay, er boxt uns noch weg hier. Miese Sau. Gibst du dich? Jawohl. Auch er ergibt sich. So, haben wir es jetzt bald? Der eine ist schon abgehauen. Auch er versucht, das Weite zu suchen. Nee, Freundchen, komm. Also einfach so verschwinden, ne? Erst überfallen. Zu niedrig. Ne, na gut, dann ist er weg. Dann ist das so. Der eine hat immerhin seine Klamotten fallen lassen. Ich weiß nicht, wie es bei ihm jetzt hier war. Da war aber, glaube ich, nichts Weltbewegendes dabei, ne? Das war, glaube ich, hier nur so ein gewöhnliches Schild, genau, ein Streit. Ich wollte schon gerade sagen, das ist ein gewöhnliches Schild und dann heißt es auch noch genau so. Alles klar, gut. Das waren jetzt keine großen Herausforderungen, die Banditen hier. Man hätte sich aber bestimmt besser anstellen können, aber wie gesagt, Kampfsystem, da muss ich mich immer wieder ein bisschen reinfuchsen. Aber immerhin, hey. Oh. Tatsächlich, Martin Wiezek, das ist der Händler. Ja, 2 Groschen hat er dabei. Mein Gott, was für ein armes Schwein. Wurde hier tatsächlich ausgeraubt. Brauchen wir was zu essen eigentlich gerade? Ne, 84, das ist okay. Ja, hoffentlich ist jetzt in der Natur was hier drin. Was ist das? Wer ist denn hier? Was ist hier los? Wir hatten das gerade gesagt. Irgendwer läuft hier rum. Es kommt wie Schleichmusik. So, Freunde. So geht's ja nun nicht. So, warte ab, ob deine Behandlung Wirkung zeigt. Anscheinend ja. Wir haben auf jeden Fall Alchemie bekommen. Stufenaufstieg. Das gucken wir uns später mal an. Wo seid ihr denn? Gott, ich sehe hier nichts. Verdammter Wald und verdammte undurchdringliche Büsche hier. Das sind bestimmt diese Banditen, die versuchen zurückzukehren. Warten wir doch einfach mal, ob die zurückkommen. Wir wissen ja auf jeden Fall schon, dass Wiezek es nicht geschafft hat. So, wir steigen mal aufs Pferd. Vielleicht kriegen wir die auch irgendwie abgefangen mit dem Pferd. Da liegt ja einer. Ey, aufgestanden, Kollege. Hallo. Aha. Wie ging das denn nochmal? Aha, ich wurde ertappt vom Banditen. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Das ist so bescheuert mit der KI, da läuft er einfach weg. Naja. Ja, hier rüber. Du bist alleine, Junge. Das bringt all nix. So, aufsitzen kann ich nicht. Fallen lassen. Ja, toll, aber dann kann ich ihn nicht aufs Pferd legen. Was ist hier los? Was ist hier los? Ne, schaffen wir nicht. Pfeilverschwendung. Gut, dann machen wir jetzt mal Schlossknacken. Die versuchen immer wieder hier zurückzukommen, aber ja, das funktioniert natürlich so nicht. So. Okay, entriegelt. Oh. Ah, der Moldavit ist da. Und ein Rüstungsset. Nice. Venezianischer Glaskelch, Wollstoff und so weiter und so fort. Noch 20 Groschen. Nehmen wir doch mal alles mit hier, was er da hatte. Wir haben den Moldavit gefunden. Sehr gut. Ja, ich wollte ihn jetzt eigentlich ganz gerne mitnehmen mit dem Pferd, aber das funktioniert ja irgendwie nicht. Weil man könnte ihn ja zumindest mal irgendwie angemessen bestatten, finde ich. Jetzt liegt er hier halt rum. Na gut. Aber immerhin, wir können jetzt zurück zu dem Diadem
Hersteller, zu dem Diademhandwerker. Und das werden wir jetzt auch mal machen, um ihm den Moldawit schon mal zurückzubringen. Jawohl. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Das muss ich immer checken. Nein, wir hätten ja links direkt abbiegen müssen. Da war nämlich eine Straße, Schrägstrich, ein kleiner Weg hier. Den konnten wir hier direkt hochmarschieren, sehr gut. So, die Banditen haben sich uns quasi ergeben. Wir sind auch ein bisschen überladen jetzt hier. Ich hoffe, dass wir die Sachen auch schnell loswerden. Vielleicht hat ja auch der Handwerker Interesse an dem einen oder anderen Gegenstand hier. Das werden wir gleich auf jeden Fall herausfinden. Ach genau, die Handwerker, die waren ja außerhalb vom Kloster, ne? Das heißt, ich müsste hier vorne rechts, glaube ich, lang reiten. Und dann müsste ich die irgendwo da vorne finden. Wo war das denn nochmal? Ich glaube tatsächlich hier rein. Und dann waren die da hinten in diesem Stallgebäude irgendwie oben drin. Dann können wir hier doch schon mal direkt unser Pferd abstellen. Okay, ich glaube, die überschüssigen Sachen, die werden wir jetzt auch gerade mal ins Pferd einlagern. Wir haben ja hier noch Beinlinge und so ein Gedöns gefunden. Die können wir eigentlich fallen lassen. Die Brouch oder wie das heißt, können wir auch wegnehmen. Ein Leinenhemd brauchen wir nicht. Also das ist echt Quatsch alles. Ja, flämischer Stoff zum Beispiel. Uiuiui. Vielleicht kriegen wir den irgendwo gut verkauft. Das tun wir auf jeden Fall in eine Satteltasche. Französische Altarkerze, da vielleicht will ein Priester sowas haben. Die Glaskelche. Das müssen wir jetzt ja alles in Leinenstoff, das muss ja alles nicht bei uns rumhängen. Was wir aber machen können, wir können mal gerade unsere Rüstung reparieren. Wir haben nämlich ein bisschen was abbekommen hier. So, mit dem Rüstungsset, das können wir dann auch in die Satteltasche packen, sehr gut. Silberkelch, Silberring, verzierter Glaskelch, verzierter Silberkelch und zweimal Wollstoff. Meine Güte, wir können echt gut was verkaufen, glaube ich. Und dann wieder ein bisschen was investieren. So, haben wir noch irgendwelche Sets hier gehabt? Nee, ne? Bei Waffen haben wir die auch nicht. Hat das Pferd irgendwelche Sachen hier noch eingelagert? Irgendwelche Rüstungs- oder Schneidersets oder sowas? Ja, ein kleines Rüstungsset, ein kleines Schmiedeset haben wir hier noch. Packen wir mal gerade alles ins Inventar und auch ein kleines Schneiderset. Das nehmen wir doch mal gerade alles kurz rein, damit wir das machen können. Unter Sonstiges, glaube ich, ne? Genau, sind die Sachen. So, Rüstung wäre ja auch Quatsch. Das habe ich mir schon gedacht. Den Schnitter können wir ein bisschen reparieren. Na klar, warum nicht? Schmiedeset, das ist jetzt fast verbraucht. Kann also schon mal alles wieder zurück. Das Schneiderset. Ja, der Brocart-Pourpoint. Leider unser Gambeson, der ist einfach zu schwer beschädigt. So, das hat das Ding hier komplett schon mal ausgelöscht. Na gut. Okay, und jetzt gehen wir rein und werden dem Moldawit präsentieren. Dann kann nämlich auch das Diadem angefertigt werden. Sehr schön für diese wundervolle Heirat. Da wird uns Stefanie sehr, sehr dankbar bestimmt sein. Meister Jerome. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Das hoffe ich auch. Wegen des Moldawits. Mit dem wir sprachen. Ja, gibt es etwa Neuigkeiten? In der Tat. Also erstmal habe ich Vizek gefunden. Ja, ich habe Händler Vizek gefunden. Eigentlich eine gute Nachricht, doch warum sehe ich ihn nicht an deiner Seite? Weil es eine schlechte ist. Er ist tot. Heilige Maria. Er war ein guter und respektabler Mensch. Ich werde für ihn beten. Wie dem auch sei, lass mich einen Blick auf den Stein werfen. Natürlich. Hier ist er. Ausgezeichnet. Er sieht unversehrt aus. Ich mache mich an die Arbeit. Morgen Abend kannst du das fertige Diadem abholen. Mach's gut. Wunderbar, dann können wir uns das Diadem bald abholen. Sehr schön. Nice. Ja, wir haben ja gerade einen Stufenpunkt noch bekommen für die Hauptstufe und können uns eine Spezialisierung auswählen. Güldene Zunge war jetzt eigentlich rückblickend nicht so ganz toll.
Was haben wir denn noch hier? Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen. Na, das passt ja nicht zu uns mit der güldenen Zunge eigentlich, vom Rollenspielerischen her. Der Duft des Mannes. Mit Frauen im Gespräch mehr Charisma. Naja. Nachtschwärmer. Die Ausdauer regeneriert sich schneller und tagsüber aber langsamer. Ja. Speer. Ja, das wäre eigentlich auch nicht schlecht, weil wir so häufig schon diese blöden Schnellreiseereignisse hatten. Man kann aber auch sagen, man reitet einfach mehr zwischen den Orten hin und her. Das ist jetzt ja auch nicht so viel länger eigentlich. Ja, Kerker haben wir jetzt auch nicht viel mit zu tun. Verbände sind effektiver. Berüchtigt. Bonus von einem Punkt auf Stärke. Achso, das Gegenstück ist Dorf. Nein, will ich nicht erlernen. Dorfheld. Ah, okay. Berüchtigt wäre für so einen schwierigen Charakter, für so einen bösen Charakter quasi. Wir sind aber dann schon eher bald Dorfheld. Ja, ich würde auch sagen, dann ist der Dorfheld unser neues Trait. Ne? Mit einem guten Ruf bekommen wir nämlich einen Punkt auf Stärke, Redekunst, Agilität und Vitalität. Das klingt doch schon mal richtig gut. Heinrich der Dorfheld. Sehr gut, sehr schön. Hauptstufe 12 schon. Sehr schön, dann haben wir jetzt auch Stärke 9. Warte mal, das Schwert wollte ich gerade mal nachgucken. Das braucht Agilität 9. Wir haben jetzt 10, das heißt, das können wir gut verwenden. Und der Bogen, das ist der Eschenjagdbogen, braucht Stärke 8. Wir haben jetzt Stärke 9, sehr gut. Das heißt, eigentlich müssten wir die Sachen gut verwenden können. Okay, dann wären wir am Ende dieser Folge angekommen. Beim nächsten Mal werden wir dann das Diadem noch abholen. Da müssen wir jetzt ja ein bisschen warten. Und zwischendurch werde ich nochmal überlegen, wie wir am besten an die Heilkräuter kommen. Und ich werde vermutlich mal nach Ratai offscreen mich begeben, um im Pfarrhaus mich nach diesen sogenannten Fundsachen zu erkundigen. Weil ich glaube, das ist im Let's Play aus dem rollenspielerischen Aspekt her wieder nicht ganz so spannend. Und da werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, irgendwo hier rund um dieses Kloster hier im wunderschönen Sasau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, liebe Leute. Wenn ja, dann lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat oder was euch nicht so gefallen hat bisher am Let's Play. Und ja, wie gesagt, Kommentare sind immer gern gesehen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Das fände ich dann wirklich sehr, sehr super. Okay, dann verabschiede ich mich von euch. Euer Tastenhauer sagt erstmal ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.